Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Das ist ein wunderbares Adventslied und es ist eine große Frage. Wie kann ich mich darauf einstellen, dass Gott kommt und dass die Freude in mir aufwacht? In diesem Advent brauche ich besonders Hilfe dazu. Und ich bin auch besonders empfänglich für die festliche Musik. Vielleicht, weil es so ein zähes Warten und so viel dumpfe Befürchtungen gibt in diesem Jahr. Trompeten und Posaunen kündigen an, es gibt ein großes Ereignis. Der Himmel tut sich auf, es gibt einen Glanz und ein Aufatmen. Die Musik hilft und die Atmosphäre in der Kirche auch. Schon an der Tür grüßt hier ein Himmelsbote, einer zum Anfassen. Herzlich willkommen in Breitau. Diese Kirche ist gebaut als ein Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen können. Bei sich und bei Gott einkehren. Wir wollen diesen Gottesdienst zum vierten Advent feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit vielen Generationen vor uns sind wir verbunden, wenn wir beten. Gott, du weißt, was ich brauche, auch an diesem Tag. Worte des Lebens, die nicht belanglos sind, den Trost, der mich annimmt, ermutigt und weiterbringt. Eine Hand, die ruhig meine Angst wegstreicht. Ein hörendes Ohr, in das ich meine Sorgen flüstern kann. Ein Feuer, das Schuldscheine verbrennt. Ein Haus, in dem ich wohnen kann. Du weißt besser als ich, was ich brauche. Denn du bist mir näher, als ich selbst mir je nahe sein kann. Lass mich erfahren, wie du mich siehst, damit ich meine Wege finde und mutig werde, sie zu gehen. Amen. Zeit ist hier in der Kirche in Breitau ein Schatz entdeckt worden. Eine alte Übersetzung des Neuen Testaments. Aus dem Jahre 1528. Die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt, damit Menschen das Wort Gottes lesen und hören können. Auch wir übersetzen biblische Texte ins Deutsche, in unsere heutige Sprache. Heute hören wir Worte aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die Geburt von Jesus wird angekündigt. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß. Er war ein Nachkomme von David. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Ich grüße dich. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich:
Was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst, Maria. Durch Gottes Gnade bist du erwählt. Sieh doch, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du solltest ihm den Namen Jesus geben. Gott ist mit euch. Durch die Bibelgeschichten von Advent und Weihnachten flattern viele Engel und hoffen, dass wir das auch bemerken. Gott ist mit euch. Die Hirten auf dem Felde, die hätten es nämlich glatt verschlafen, wenn nicht ein Engel mit himmlischem Leuchten sie aufgeweckt hätte. Fürchtet euch nicht, sagt er. Das sagen die Engel übrigens immer, damit die Freudenbotschaft auch ankommen kann. Denn die Hirten hätten sich sonst hinter irgendeinem Busch versteckt und hätten sich sicher nicht aufgemacht nach Bethlehem. Ganze Heerscharen von Engeln singen, damit sie es begreifen. Der Himmel tut sich auf. Und das Kind, das da in der Nachbarschaft arm und winzig geboren wird, das soll euer Leben verändern. Die Engel helfen. Sie helfen müden Menschen aufwachen und sie helfen ängstlichen Menschen, Gutes zu hören und zu vertrauen. Sie leuchten, sie singen und sagen, was mehr ist, als Worte fassen können, größer ist, als erwartet und ganz anders, als befürchtet. Gott ist mit euch. Der Engel, der zu Maria kommt, ist übrigens einer von den ganz Großen. Er heißt Gabriel und ist ein Erzengel. Direkt aus Gottes Glanz und Gegenwart kommt er, sagt mir das. Und Maria? Maria ist noch ein Mädchen, gerade eben erst ausgewachsen. Sie kann schwanger werden und ihre Eltern haben sie schon verlobt mit Josef. Was wohl für ein Leben auf sie wartet, da im armen Galiläa. Da gibt's Hunger und Krankheit und eine tyrannische Besatzungsmacht. Maria hat viele Gründe für ernsthafte Sorgen. Vielleicht darum muss der Engel sie auch noch mal grüßen. Fürchte dich nicht, damit sie das dann hören kann. Du bist erwählt von Gottes Gnade. Und Maria wagt es. Sie wagt es zu glauben. An Gottes Glanz und Güte und an sich. Am Ende der Begegnung mit dem Engel sagt sie: Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Maria ist, als die große Geschichte beginnt, ganz allein. Da ist keine Krippe, keine heilige Familie, kein Josef, kein weihnachtlicher Trubel. Nur ein einzelnes Mädchen und dieses große Wort. Fürchte dich nicht, du bist erwählt von Gottes Gnade.
In diesem Jahr sehe ich, wenn ich von Maria höre, viele, junge und alte, Menschen, die allein sind und sich fürchten. Und ich denke an die ernsthaften Sorgen, die wir uns machen. Und Gabriel hilft mir hören, fürchte dich nicht. Ja, du bist erwählt. Gott kommt in dein Leben. Und Maria macht mir Mut, den Glauben zu wagen. In ihr selbst wird ja alle Hoffnung ihres Volkes, die Hoffnung von vielen Generationen wach, wenn der Engel kommt. Und sie singt, Gott kommt, um uns zu befreien und zu erlösen. Im Advent sind viele Gottesbotinnen und Gottesboten unterwegs, mehr als sonst, weil wir Hilfe brauchen, damit wir den Glauben wagen, aufwachen und uns aufmachen. Und damit wir selbst Botinnen und Boten des Vertrauens werden, wie Maria und wie die Hirten. Oder wie dieser Engel hier hinter und über mir. Der hilft allen, die hier sitzen und die hier stehen, das große Wort zu hören, das göttliche. Fürchte dich nicht. Gottes Gnade ist mit dir und in dir. Gott ist mit euch. Amen. Und Gottes Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre euch Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, sende deine Engel, dass der Himmel sich auftut und wir wagen zu glauben. Gott, sende uns, dass wir Engel werden, Menschen des Vertrauens, Botinnen und Boten deiner Menschenfreundlichkeit. Wir beten heute für alle, die sich vor Weihnachten fürchten, weil sie allein sind. Sende deinen Glanz in ihre Zimmer und Herzen. Hilf, dass wir ihnen beistehen können. Wir beten für alle, die keine Feste feiern, weil sie auf der Flucht sind oder im Krieg leben, weil sie in Lagern nur warten können, warten auf bessere Tage. Gott, sende deine Engel, dass sie ihnen helfen, und hilf uns, für sie zu sorgen. Gott, wir bringen dir unsere Sorgen um die Zukunft der Erde. Es regnet kaum und ist zu warm. Hilf uns, den Klimawandel aufhalten. Und sende deine Engel, dass sie uns den Weg weisen. Gott, wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen Engel sind, die pflegen und die unterrichten, die forschen und die verzichten, die sich kümmern um ihre Lieben und die, die für uns alle Verantwortung tragen. Sende deine Engel, die sie tragen. Wir beten für die Menschen, die uns heute besonders am Herzen liegen. Mit den Worten Jesu beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und er behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.